Kennt ihr das Problem auch? Ihr schaut YouTube am Handy und wollt eigentlich noch was anderes nebenher machen, aber wenn ihr die App schließt, dann bricht ja immer automatisch auch das Video ab. Ich habe einen Lifehack für euch, der dieses Problem löst. Ich höre ja total gerne Live-Konzerte, während ich andere Dinge zu Hause mache, aber bisher musste ich dafür immer meinen Laptop nehmen, weil sonst ist mein Smartphone einfach für die nächsten Stunden blockiert und ich kann nichts anderes damit machen. Ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, mit dem ich nicht nur Konzerte im Hintergrund weiterhören kann, sondern sogar Videos auf meinem Smartphone schauen kann, während ich in anderen Apps bin. Öffnet dazu auf eurem Smartphone nicht die YouTube-App, sondern einen Internetbrowser, also zum Beispiel Safari auf dem iPhone, Chrome oder den Samsung-Browser. Bisher hat es bei allen Browsern funktioniert, die ich ausprobiert habe, aber ganz sicher, ob es bei allen funktioniert, bin ich mir natürlich nicht. Dann geht ihr auf youtube.com und sucht euch das Video heraus, was ihr gerne anschauen wollt. Der Trick ist jetzt, was in den Einstellungen zu verändern. Die findet ihr entweder mit den drei Punkten in der Ecke oder das Doppel-A zum Beispiel hier bei Safari. Und was ihr jetzt machen wollt, ist die Desktop-Webseite anzufordern. Das machen wir jetzt hier. Und dann sieht das so aus, als hättet ihr die Seite auf einem Computer geladen. Das ist übrigens allgemein eine ziemlich coole Funktion, wenn ihr mal auf der mobilen Webseite am Handy irgendwas nicht findet und sie eigentlich vom Computer kennt. Dann könnt ihr es einfach umstellen. Jetzt könnt ihr das Video entweder im Vollbildmodus öffnen und dann einfach aus der App herausgehen. Dann seht ihr, das Video kommt hier überall mit, egal in welche andere App man geht. Oder ihr wollt vielleicht nur das Konzert hören, so wie ich, dann müsst ihr nicht in den Vollbildmodus gehen. Ihr spielt also einfach das Video ab, geht aus der App raus und dann müsst ihr vielleicht noch einmal den Play-Button suchen. Der ist also entweder auf dem Home-Bildschirm, wenn ihr quasi das Handy einmal sperrt, oder ihr müsst einmal von oben runterwischen, Play drücken und schon hört ihr, läuft das Video im Hintergrund weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Lifehack eine Freude machen. Habt ihr noch ein anderes digitales Problem, für das ihr eine Lösung braucht, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann bald noch ein neues Lifehack-Video. Wollt ihr mir auch eine Freude machen? Lasst die Glocke krachen.